Der hat wesentlich weniger ausgehalten. Nice to know. Ist der Wahnsinn, wie viele Bienen es gibt. Okay, die Türen bleiben scheinbar verschlossen. Kann ich jetzt meine Waffe theoretisch aufrüsten? Sieht so aus, wa? Okay. Ah ja. Fertigung. Gut, ich kann also noch nichts großartig machen und ich kann hier nichts tun. Okay. Reparieren kann ich das wahrscheinlich auch nicht einfach so. Wir kriegen das alles gut. Hauptsache, wir können sie erstmal zur Wehr setzen, nicht wahr? Okay. Wir müssen ja augenscheinlich da hoch. Es lädt ja klar gerade irgendwie zum Klettern ein, ne? Kann ich auch schwimmen? Sieht doch schon so aus, als könnte man hier reinklettern, ne? Ja, klar. Ja, mal so komisch gekennzeichnet, ne? Mit den Fetzen und so. War zumindest in den alten Teilen so. Ich sehe gerade aktuell nicht, wo ich hier hinspringe. Ich würde gerne da hoch. Geht darüber? Ich muss darüber, okay. Never mind. Bewege mich gerade fast genauso grazil wie im Intro. Ich muss sagen, zur Handlung ist wieder typisch Mensch so, ne? Ja, wir haben das Virus gestoppt und einen Impfstoff entwickelt, aber wir forschen weiter und es wird wieder... Ach du Scheiße. Es wird weiterentwickelt, es geht was schief und die Seuche kommt nochmal wieder und noch extremer.
ist ja ein Traum. Ich sehe nicht, ob hier unten einer hockt. Das war gerade knapp. Bin fast reingesprungen in die Viecher. Drücken Sie, um Benzin zu werfen, X zu entzünden. Das ist nicht so eskaliert, wie ich wollte. Ja, das wird wohl nichts. Das sind vielleicht ein paar viele. Haben direkt umgedreht, sind wieder weggegangen, okay. Der Ausdauer wird auch nochmal ein Problem, glaube ich. Ich habe übrigens die Field of View ein bisschen hochgedreht, ja. Ich will nicht wundern. Damit ich ein bisschen noch an den Rändern was sehen kann. Wie gut wird man hier belohnt, wenn man die Umgebung erkundet? Ich denke, es ist ja nur interessant, inwieweit der Überlebenssinn trackt. Die CPU hat überhaupt gar nichts zu tun, ne? Meine GPU pfeift hier aus allen Löchern. Ich habe nur 50 Frames. Ich hätte gern ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin. Also es geht auch in die 60, aber... Tippen Sie in der Faustbewegung, ne? Das war ganz gut. Komm schon! War jetzt nicht so bad. Ich habe einfach nur nicht zu Ende gedacht. Okay, ich habe getippt. Aber bin offiziell zu weit gesprungen. Das könnte noch klassisch werden. Auf jeden Fall. Ich sehe mich in einigen Situationen an sowas sterben. Hier ist eigentlich die Chance, dass mir mal so ein komisches Bienennest zu Tode richtet. Wenn ich es mal nicht so genau nehme mit dem Durchsuchen. Frag für einen Freund. Hält sich halt einfach dran fest, oder was? Alles klar. Bin mal mit einer synthetischen Sporthose über den Hallenboden gerutscht. Und das hat schon nach 3 Metern ein Brandloch gegeben. Will ich gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn man sich mit bloßen Händen an irgendeinem Seil festhält. Weil er hatte hier Handschuhe an, ne? Oh, look at this Raytracing. Es geht sogar durch Berge durch. Oder wie, oder was? Ich sollte mich auch beeilen, es wird bald Nacht. Besser gestürzt. Ich würde sagen, ja.
Ach Gott. Parkour, Stufenaufstieg. Vorsprung erlaubt das Ihnen bei Vorsprung. Erlaubt es Ihnen höhere Vorsprünge zu erreichen, wenn Sie beim Springen die Springtaste gedrückt halten. Ich muss es jetzt kaufen, oder was? Okay. Vielleicht wollte ich das gar nicht. Na, fast fertig. Okay, ich muss das hier investieren, weil ich sonst nicht rangekommen wäre. Verstehe. Ja, was ich sagen wollte, im Dunkeln ist nicht gut munkeln, zumindest nicht in deinem Leid. Na, ist schon dunkel. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Na, was Besseres werde ich nicht finden. Besseres werde ich nicht finden, sagt er. Also ein Haus ist schon mal ziemlich gut. Besser als draußen zu pennen. Ganz ehrlich. Ist das ein Schreier? Einige Gegner nutzen Kraftangriffe, die massive Schäden verursachen und sie von den Beinen werfen können. Wenn ein Gegner einen Kraftangriff vorbereitet, blinkt seine Gesundheitsleiste rot auf. Sie können ausweichen, um einen Treffer zu vermeiden. Gut, dass ich die Gesundheitsleiste ausgeschalten habe, um ein bisschen immersiveres Gameplay-Erlebnis zu haben. Drücken Sie beim Ausweichen Leertaste. Zum Ausweichen Leertaste. Cool. Er steht halt einfach wieder auf. Coole Sache. So. Erste vier haben wir schon erledigt. Er krabbelt noch. Hat mir echt ins Bein gebissen. Wir haben Handwerksmeister-Ressourcen gesammelt. Oh, denk eine Klingenwaffe, ne? Kann sich ja keiner geben, die Scheiße. Das war knapp. Deswegen... Ne? Immer schön die Umgebung erkunden. Den Tank hätte ich sonst nicht gefunden. So, jetzt können wir aber mal spontan gucken. Mein Lebensbalken jetzt voll? Sieht so aus, ne? Fertigung. So. Siegesbeweis über einen einzigartigen Infizierten. Was kann ich damit jetzt machen? 280, wer... Kann doch damit irgendwas verbessern, hat er gesagt. Wenn Sie das... Was? Stellungsmeter? Was stand da?
Wenn sie das Stellungsmeter eines Feindes mit einer stumpfen Waffe verringern, fliegt er beim nächsten Treffer durch die Luft. Werfen sie ihn auf diese Weise auf Gegenstände in der Nähe oder auf andere Gegner. Kampfgrundlagen. Also ich kann das Ding jetzt noch nicht benutzen, oder was? Ah. Okay. Dann halt nicht. Dass diese Funktion noch keinen Cooldown hat. Noch viel besser, warum baut man sich hier mitten im Nirgendwo eine Hütte hin? So, was haben wir hier Schönes? Ein abgewetztes Hackmesser. Perfekt. Zweihändig? Wir haben hier also einen Generator. Das ist schon mal schön. Was ist das hier oben? Feuerlöscher. Den man nicht aufheben kann. Blöd. Okay. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Das ist ja schön. Kann man auch auf sich aufmerksam machen. Ist gut, dass die Türen alle keine Klinken haben. Warum hat diese Tür die Schlösser außen? Rockmar, moinsen, hallo. Na? How is it going? So, soll mir das jetzt sagen, dass ich da überall rausspringen kann, oder was? Load Extract. Ich finde das mit der Musik ja ganz schick und so, ne? Aber es könnte mich wirklich töten. Habe ich jetzt noch ein Hackmesser? Okay. Jemand hat die bewegt. Vor kurzem. Gut. Probieren wir es. Eine Sicherheitszone. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet, damit ihr Netzwerk an Wiedereinstiegspunkten erweitert.
Alle Sicherheitszonen sind mit UV-Lampen ausgestattet, wodurch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Zudem bietet jede Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz, an dem sie Tag-Nacht-Phasen wechseln können. Und zu einem Versteck, an dem sie überzählige Gegenstände lagern können. Ja, das wird mir ja kaum passieren, wa? Das ist sie. Die Sendestation. Kann ich einfach das Protokoll Waffen zerlegen? Ich habe vorhin irgendwas gesehen, ne? F entfernen ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich würde sie gerne zerlegen. Aber jetzt, ich habe ja die Edition direkt bei Techland gekauft. Also eigentlich müsste ich meinem Spielerversteck eine Waffe bekommen haben. Allerdings haben sie auch gesagt, dass es aktuell wegen Performance-Problemen dazu führen kann, dass es ein bisschen dauert, bis man das verkriegt. Ich muss sagen, ich kann nicht so sonderlich viel da reinstopfen, ne? Ich weiß auch nicht, wie viel. Gibt's ein Limit? Was ich mitschleppen kann? Slot Limit, okay. Slot Limit ist, glaube ich, erstmal besser als ein Gewichtslimit. Das ist ein Gaming-Modus, das ist ultra dunkel, ne? Ich wollte eigentlich nicht raus, ich wollte gucken, ob ich das zuschieben kann. Aber gut, wir schlafen einfach. Prost. Lecker Tee. Aiden! Aiden, Baby! Hauen wir jetzt ab? Aber... jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Adi! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot. Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Alles wird gut. Wartet hier. Wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Adi, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Ich weiß. Tu, was ich sage. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Du
Dr. Waltz. Wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Einfach durch die Klamotte durch. Feuer! Feuer im Labor! Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Gott sei Dank weiß ich das noch. Aber es geht doch nichts über einen gesunden, albtraumfreien Schlaf. Hier Aiden. Ich bin auf Frequenz 140,200 Megahertz. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Ich dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Waltz, Pilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden. Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist. Zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris. Dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Aiden. And so it begins. Bienen. Wir gucken erstmal hier rein. Lord is dead. Das verlorene Paradies. Band 4, ne? So wurde es doch gelesen.